Durch die Corona-Krise gibt es überall auf der Welt jetzt riesige Hilfsprogramme. Die Notenbanken lockern die Geldpolitik jetzt noch stärker. Es fließt also vermeintlich jetzt wieder unglaublich viel Geld in die Märkte und in die Volkswirtschaften. Sind wir dadurch jetzt bald an einem Punkt, wo man sagen muss, jetzt ist der Bogen endgültig überspannt, jetzt müssen wir uns endgültig große Sorgen machen über die Inflation und über die Geldwertstabilität? Oder sind wir an einem Punkt, wo die alten Regeln einfach nicht mehr gelten? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen bei Zukunftsmärkte. Im letzten Video hat es eine kleine Show-Einlage gegeben. Dankeschön herzlich für die vielen netten Kommentare, die ich daraufhin bekommen habe. Das hat natürlich einen Riesenspaß gemacht, die ganze Sache, das letzte Video. Obwohl das Thema, die Demokratie und das Militär in Brasilien ja ein durchaus ernstes Thema ist. Das Thema, das wir heute haben, das ist ebenfalls ernst. Es geht nämlich um Inflation, um Geldwertstabilität in Zeiten der Coronavirenkrise. Was kommt dadurch die nächsten Jahre? Kommt Inflation, kommt Deflation? Das ist für jeden Anleger natürlich die 100 Billionen Dollar Frage, wenn man so will. Klassischerweise ist es ja immer so, also die Leute, die sagen, jetzt kommt Inflation oder vielleicht sogar Hyperinflation und unser Geld ist in Gefahr, die empfehlen momentan Flucht in Sachwerte, also in Aktien, in Immobilien, in Gold und so weiter. Das wäre aber nicht unbedingt eine gute Idee, wenn man jetzt eher mit Deflation rechnet, sollte man meinen. In der Deflation steigt dann ja die Kaufkraft des Geldes und da macht man es dann vielleicht lieber so, wie es die Japaner machen. Die haben ihr Geld nämlich hauptsächlich auf dem Konto und in der Deflation ist es ja auch egal, ob man jetzt Zinsen bekommt oder nicht. Gut, eins will ich noch vorausschicken bei dem Thema. Ich glaube nämlich nicht, dass es auf diese Frage, auf die Frage Inflation oder Deflation, dass es darauf eine schnelle, einfache Antwort gibt. Einfache Antworten sind natürlich immer wunderschön und hier auf YouTube kriegen Sie die ja auch reichlich, aber wenn Sie das suchen, sind Sie hier möglicherweise falsch. Und ich glaube auch nicht, dass es reicht, dass wir uns jetzt hier einmal mit der Frage grundlegend beschäftigen und dass wir dann gleich eine Antwort haben, die gültig ist für alle Zeiten. Es kann viel passieren die nächsten Jahre und wir müssen das alles im Auge behalten, was passiert. Darum kann ich auch nur empfehlen, abonnieren Sie meinen Kanal. Der Zukunftsmärkte-Kanal deckt auch diese Fragen schon lange ab und wird das auch in Zukunft tun und ist mit Sicherheit dadurch auch für Sie eine Hilfe, wenn auch Sie sich mit solchen Fragen regelmäßig beschäftigen und auseinandersetzen. Was glauben die Profis momentan, was Inflation betrifft? Was glaubt man an den Märkten? Die Märkte stehen stark unter dem Eindruck von dem wirtschaftlichen Schaden, den das Coronavirus anrichtet. Und sie glauben darum, dass auch die extrem lockere Geldpolitik die Inflation nicht wirklich anheizen wird. Die Inflationserwartungen am Markt sind niedrig. Beispielhaft dafür die USA. Das ist hier ist die eingepreiste Inflation am Markt auf Sicht von 5 Jahren. Vor ein paar Wochen waren die Inflationserwartungen noch viel niedriger, so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das hat sich leicht erholt, aber wir sind immer noch erst bei 1,6, 1,7%. Das ist für die USA nicht besonders viel. Mit anderen Worten, man sieht am Markt keine große Inflationsgefahr die nächsten Jahre. Ist sowieso eine Tendenz, die es im Grunde schon seit Jahren gibt. Man kann seit Jahren sagen, Inflation ist eher so ein Kleinanlegerthema. Die Kleinanleger haben offensichtlich Angst vor Inflation. Die großen Marktteilnehmer, die sehen da jetzt nicht so das Problem. Aber bevor man sich jetzt quasi gönnerhaft hinstellt und sagt, naja, die Kleinanleger, die kapieren das alles eben nicht so ganz und die erfassen die Lage nicht und so weiter. Da könnte man sich schon auch mal die Frage stellen, was sagt eigentlich der gesunde Menschenverstand zur Inflation?
Was würde man vernünftigerweise erwarten, wenn die Staaten und die Notenbanken ins System immer mehr Geld pumpen? Und das hier ist die Fischersche Verkehrsgleichung, eigentlich der Ausdruck des gesunden Menschenverstands in der Volkswirtschaftslehre, ein Klassiker, den es schon lange gibt. Sieht schlimmer aus, als es ist. Die Gleichung besagt einfach, dass sowohl die Wirtschaftsleistung als auch die Inflation, das haben wir ja beides hier rechts, dass das abhängt von der Geldmenge, die da ist. Je mehr Geld da ist, desto mehr kann das Bruttoinlandsprodukt steigen oder die Inflation oder eben beides zusammen in Kombination. Das hängt also ab von der Geldmenge, was ja auch logisch ist. Und ein weiterer Faktor, das ist die Umlaufgeschwindigkeit von diesem Geld, spielt natürlich auch noch eine Rolle. Zum Beispiel, es hilft einer Wirtschaft ja nichts, wenn die Geldmenge groß ist, aber jeder bleibt auf seinem vielen Geld sitzen, weil zum Beispiel die Lage schwierig ist, weil die Leute Angst haben um ihren Job und vielleicht lieber sparen. Wenn alle optimistisch sind, dann steigt die Umlaufgeschwindigkeit normalerweise. Es kann aber auch sein, dass sie steigt wegen hohen Inflationserwartungen. Zum Beispiel in der Hyperinflation, wenn Sie heute die Lohntüte kriegen, dann wissen Sie genau, ich muss jetzt sofort Semmeln kaufen gehen, morgen gibt es nur halb so viel Semmeln für das Geld. Auch das heizt natürlich die Wirtschaft an, also der Semmelumsatz wird dann sehr hoch, aber irgendwann heizt es im Grunde nur noch die Inflation an. Das Interessante ist, wir haben ja auch die letzten Jahre schon eine extrem lockere Geldpolitik von den Notenbanken gehabt. Aggressive Anleihekäufe, Negativzinsen, spätestens seit der Finanzkrise natürlich, und in vielen Fällen auch relativ große Konjunkturprogramme. Also USA zum Beispiel, das riesige Konjunkturprogramm unter Donald Trump. Das sind im Grunde alles Maßnahmen, die jetzt geeignet wären dazu, dass die Geldmenge stark anwächst und dass sie die Inflation hochziehen. Und die große Frage ist wirklich, warum ist die Inflation nicht schon die letzten Jahre wirklich durch die Decke gegangen eigentlich? Und eine der Antworten darauf, die liegt wirklich in dieser Geldumlaufgeschwindigkeit. Hier ist nochmal eine Grafik von Notaxi, das ist eine französische Investmentbank, die einiges dazu auch veröffentlicht hat. Hier haben wir lila die Geldmenge M2 in den USA und blau die Umlaufgeschwindigkeit. Und man sieht, die Geldmenge ist schon durchaus stark gestiegen. Die Umlaufgeschwindigkeit, die geht aber zurück und das seit 20 Jahren im Grunde durchgehend. Das kann man jetzt mit vielen Sachverhalten umschreiben und begründen. Also die Verbraucher sind zurückhaltend gewesen wahrscheinlich. Vielleicht hatten sie auch einfach nicht das Geld für steigenden Konsum. Dann das Geld der Banken ist nicht in der Wirtschaft angekommen. Es ist nicht abgerufen worden, obwohl es sehr billig ist und so weiter. Das Ganze hat also viele Aspekte. Aber klar ist, beim Geldumlauf haben wir definitiv eine deflationäre Tendenz, die da am Werke ist. Und das seit 20 Jahren. Und wovon wir uns auch verabschieden müssen, das ist die Vorstellung, dass die Notenbanken die Geldmenge beliebig steigern können, selbst wenn sie es wollen. Sie können sie im Grunde nur in dem Umfang steigen, in dem Geld nachgefragt wird. Hier haben wir eine Grafik der Fondsgesellschaft DWS. Da geht es jetzt um die Eurozone und um die EZB-Bilanz. Also was hat die EZB an Assets angekauft am Markt und dadurch dann ja auch gleichzeitig Geld in den Markt gegeben? Und wie ist in der gleichen Zeit die Geldmenge gestiegen? Geldmenge M3 ist es hier in Grau. Und wir sehen zwar, die Geldmenge M3 ist in den letzten 20 Jahren durchaus auch gestiegen, aber sie ist natürlich bei weitem nicht in dem Umfang gestiegen, in dem die EZB ihre Bilanzsumme ausgeweitet hat. Vor allem nicht die letzten 10 Jahre, wo es ja drauf angekommen wäre. Und das hier, dieser Sachverhalt, der ist Ihnen auch bekannt, wahrscheinlich nur allzu gut. Hier haben wir die beiden grauen Linien. Das sind die Verbraucherpreisinflation und die Erzeugerpreisinflation, so wie die sich entwickelt haben in Deutschland. Und die rote Linie im Vergleich dazu, das ist der Vermögenspreisindex.
Da sehen wir eben nochmal das, was eigentlich uns allen ja völlig klar ist, dass nämlich die Preise für Geldanlagen, für Immobilien, für Aktien, Anleihen, das ist der Bereich, wo die Inflation stattgefunden hat seit der Finanzkrise. Nicht bei den Verbraucherpreisen, auf die die Notenbanken ja eigentlich abzielen würden mit ihrer Politik, sondern bei den Vermögenswerten. Da ist Geld reingeflossen und was die Vermögenswerte betrifft, da hat dann ja auch ganz real auch ein Kaufkraftverlust stattgefunden. Die Grafik ist übrigens von Flossbach von Storch, das ist ein Vermögensverwalter, der so gerade zu der Thematik eben auch etliches an interessanten Beiträgen veröffentlicht hat. Gut. Können wir das, was die letzten Jahre passiert ist, können wir das nehmen als Blaupause für das, was in Zukunft kommt? Ich würde sagen, zum Teil ja. Wobei die Coronavirenkrise jetzt auch nicht genau das gleiche ist wie die Finanzkrise. Es ist ja schon auf kurze Sicht im Moment stark umstritten, ob wir jetzt kurzfristig einen Inflationsschub oder einen Deflationsschub kriegen. Die, die an einen Inflationsschub glauben, kurzfristig, die argumentieren zum Beispiel mit Nachholbedarf beim Konsum, unterbrochene Lieferketten, die die Produkte verteuern und natürlich auch mit staatlichen Hilfen, wo jetzt ja viel Geld vom Staat in die Bevölkerung fließt. Und es ist ganz klar, dass jetzt zum Beispiel, wo der Lockdown größtenteils vorbei ist, dass jetzt jeder erstmal zum Friseur rennt. Der Friseur kann aber nicht so arbeiten, wie er früher gearbeitet hat. Darum wird er wahrscheinlich teurer. Ist ein Problem, das ich persönlich jetzt glücklicherweise nicht so habe. Aber auch Beispiel Ferienwohnung an der Ostsee ist auch eine Sache, wird wahrscheinlich dieses Jahr um einiges teurer werden als die letzten Jahre. Woran ich aber nicht glaube, ist, dass diese Staatshilfen, dass die jetzt die Nachfrage irgendwie großartig beflügeln. Es ist zwar viel Geld, was vom Staat kommt momentan, aber das Geld wird ja ausbezahlt, damit Unternehmen und Selbstständige jetzt nicht komplett zusammenbrechen. Das heißt nicht, dass die nach der Krise und durch die Krise und durch die Hilfen mehr Geld haben als vorher. Es gibt Leute, die haben von der Krise profitiert, aber es gibt natürlich viel, viel mehr Leute, die die Krise sehr hart getroffen hat. Und die Staatshilfen sollen das ansatzweise kompensieren, aber ich glaube nicht, dass wir dadurch jetzt den großen Nachfrageschub bekommen die nächsten Monate. Und mittelfristig, langfristig, da würde ich persönlich auch eher sagen, dass ich mich eher zum Deflationslager zähle. Ich glaube also auch eher an Deflationsdruck, den die Notenbanken nur mühsam verhindern werden, als dass jetzt ich an den großen Inflationsschock glaube. Und auf diesen Deflationsdruck, ich werde da nochmal drauf eingehen in einem künftigen Video, aber so viel schon mal. Das, was die letzten 10, 20 Jahre passiert ist, dass wir trotz dieser ganzen Neuverschuldung und trotz der extrem lockeren Geldpolitik, dass es eigentlich nicht gelungen ist, die Inflation wirklich zu heben und wirklich auch nachhaltiges Wachstum zu schaffen, das ist schon sehr vielsagend. Und ich glaube eben auch, dass seit einiger Zeit im Verborgenen starke deflationäre Kräfte am Werk sind, die wir vielleicht noch nicht so wahrgenommen haben, unter anderem wegen der Geldpolitik, aber die sind da und die können uns früher oder später auch stärker treffen. Und was ich auch glaube, außerdem, dass wenn wir doch einen Inflationsschub kriegen sollten, wieder erwarten die nächsten Jahre, dann werden die Staaten und die Notenbanken leider vermutlich nicht in der Lage sein, darauf angemessen zu reagieren, also mit Leitzinserhöhungen und sinkenden Staatsausgaben. Sie werden es sehr wahrscheinlich eben dann nicht schaffen, diesen Inflationsschub rechtzeitig wieder einzufangen. Und auch das ist eine Gefahr natürlich. Jetzt könnten Sie sagen, dadurch, dass ich eher so an Deflation glaube, da müsste ich eigentlich jetzt auch davon abraten, dass man sich Sachwerte kauft, also zum Beispiel Aktien oder Gold. Das sehe ich aber nicht so, weil erstens, wie gesagt, Verbraucherpreisinflation und Vermögenspreisinflation sind mittlerweile zwei völlig verschiedene Dinge. Und zweitens,
diese Rechnung, dass man in der Deflation eher Geld halten sollte und in der Inflation eher Sachwerte, die geht heute meiner Meinung nach auch nicht mehr auf. Gold ist ein Spezialfall, würde hier jetzt zu weit führen, aber Sie kriegen von uns nochmal eine Analyse speziell zu Gold im nächsten Zukunftsmärkte-Report. Die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind gratis. Sie müssen sich dafür nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Video. Und im nächsten Zukunftsmärkte-Report geht es eben speziell nochmal um Gold und darum, dass es eben zu kurz greift, wenn man in Gold nur einen Inflationsschutz sieht, den man dann aber ja automatisch in Zeiten niedriger Inflation meiden müsste. Das sehen wir nicht unbedingt so. Den Grund dafür, wie gesagt, im nächsten Zukunftsmärkte-Report. So, geben Sie mir noch 2 Minuten für ein Beispiel, wie das mit Aktien laufen kann in Inflationszeiten. Weil wir haben ja gehört, man sagt so allgemein, wenn die Inflation kommt, Sachwerte kaufen, also eben zum Beispiel Aktien. Jetzt sind die Märkte aber seit der Finanzkrise ja auch schon stark gestiegen, obwohl die Inflation die meiste Zeit niedrig war. Und das hier ist zum Beispiel der Standard & Poor's 500 Index, die letzten 5 Jahre, ganz am Schluss der Corona-Crash und die Erholung, kennen Sie ja. Was mir aber jetzt wichtig ist, das ist diese starke Korrektur Ende 2018, die sehen Sie hier ja auch. Und die ist für mich nach wie vor ein Schlüsselerlebnis, muss ich sagen. 2018 ist nämlich das passiert, worauf man vorher ja lange gehofft hat, dass nämlich die Inflation zurückkommt und dass die Notenbank die Zinspolitik auch wieder normalisiert. Und darum sind da auch die Zinsen endlich wieder gestiegen. Hier Zinsen von US-Anleihen mit 10 Jahren Laufzeit, US-Staatsanleihen, die sind von 2016 bis 2018 stark gestiegen. Und diesen Zinsanstieg, den hat der Aktienmarkt dann aber nicht mehr verkraftet. Und er ist abgerutscht. Und er hat sich auch erst wieder erholt, als klar war, der Boom an der Börse ist vorbei, der Wirtschaftsboom ist vorbei und die Fed senkt jetzt auch wieder die Zinsen und erhöht sie nicht. So viel zum Thema Sachwerte kaufen in Inflationszeiten. Kaum war die Inflation da, sind die Sachwerte abgerutscht. Und das wirft erstens mal die Frage auf, wenn wir jetzt diese ganzen Inflationspropheten momentan nehmen, die es zurzeit gibt, warum promoten die permanent Sachwerte? Und die zweite Frage, wenn wir jetzt mal auf die Ebene von den Staaten und von den Notenbanken gehen, wie kommen die aus dieser Falle, die sie sich selber gebaut haben, jetzt mit höheren Schulden, mit niedrigen Zinsen und so weiter, wie kommen die da jemals wieder raus? Das alles jetzt nur mal als Denkanstoß, als Hinleitung auch für künftige Videos. Ich bin felsenfester Meinung, Inflation, Deflation, das sind ganz große, wichtige Themen an den Börsen und es lohnt sich für jeden Anleger definitiv, sich damit zu beschäftigen und da am Ball zu bleiben. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis bald, Dankeschön fürs Zuschauen.